Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Miscreated. Oh, da ist schöner Mutant. Das ist sehr gut. Na komm, du Fotz. Ich will dich mal probieren, mit dem Messer zu erledigen. Oh, das klappt ja relativ gut. Okay, gut zu wissen. Der letzten Folge haben wir noch einen Revolver gefunden und dieses hübsche Messer, wo ich jetzt gerade eben den Mutant erledigen konnte. Jetzt schauen wir uns hier einfach noch mal kurz um. Ich glaube, wir haben nur noch eine Bandage. Ne, zwei haben wir noch. Okay. Dann essen wir noch mal was. Da scheint noch ein Energy Drink zu sein. Nehmen wir auch noch mal gerade zu uns. Scheint es aber nichts zu geben in diesem Haus. Dann gehen wir wieder raus. Tomatensaft. Bandagen. Probieren wir doch gleich mal. Bandage heben wir uns mal auf. Falls noch ein Mutant kommen sollte. Man braucht ja doch einige. Hinten rennt ein Mutant. Oh je, ganz schön viele sogar. Nee, da will ich nicht hin. Nicht, ob die einen Spieler angreifen. Das möchte ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt herausfinden. Kommen wir nochmal rein. Tür zu. Oh. Mit einer Wasserflasche. Die haben nicht lange überlebt. Ne, hier ist gar nichts leider. Mal rein. Da
Da scheint Munition zu liegen. Nee. Ha, Schokoriegel. Sah aus wie Munition von Weitem. Jetzt haben wir zwar einen Revolver, aber immer noch keine Munition, leider. Was ein bisschen schade ist. Zu essen und trinken findest du in Miscreated auf jeden Fall genug. Aber Munition ist leider immer noch Mangelware. Musstest du wirklich sehr lange für suchen, um da Munition zu finden. Sollte mal wieder was essen. Dann können wir das Thunfischzeug auch mitnehmen. Man findet echt in jedem Haus fast immer das Gleiche. Schade eigentlich. Ist echt schade. Ne, hier gibt's gar nichts. Hier waren wir schon, hier waren die Mutanten. Oder was? Wollte mich da verarschen. Nein. Hallo. Lauf. Ich hoffe, dass man schwimmen kann. Dann würde ich nämlich gern darüber. Zu dem Zeltlager da vorne. Ne, die Zombie-Mutanten können nicht schwimmen, das ist schon mal sehr gut. Zu dieser Brücke da vorne möchte ich gerne. Weil da müsste man theoretisch wieder nach Woodhaven bzw. Sultan kommen. Und zwei Mutanten sind einfach viel zu viel. Als dass man sich mit denen anlegen kann. Wenn ich jetzt eine Pistole hätte mit Munition, beziehungsweise ich habe eine Pistole ohne Munition, da würde ich sie natürlich beide abschießen. Green Cargo Pants. Ja, so gut, so grüne Hosen sind auch was Cooles.
Ja, die sehen doch schon einiges besser aus. Wunderbar. Ich hoffe, dass wir uns noch erholen. Ich bin leider immer noch ein bisschen erkältet, das bitte ich zu entschuldigen, wenn ich ab und zu ein bisschen husten muss. Aber ich kann es leider nicht ändern. Es ist ein bisschen blöd zurzeit. Aber das geht natürlich auch alles vorbei. Das ist auch gut so. Schauen wir mal in dieses Haus hier rein, wo das eine Dach ein bisschen abgedeckt ist. Vielleicht finden wir da noch ein bisschen Verbandszeug. Gut, ein Messer haben wir schon. Aber da ist schon mal, ich bin schon mal Verbandszeug und was zu essen. Beziehungsweise zu trinken. Genau, das nehmen wir doch gleich mal. Dann geht es uns doch gleich wieder besser. Nach ein paar Mal trinken und essen. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Da ist noch was zu essen. In das Haus hier noch rein. Torradhelm haben wir noch. Da ist noch ein Hammer. Können wir auch mal mitnehmen. Obwohl ich das Messer einen Tick besser finde gegen diese Mutanten. Da ist eine Wasserflasche, das ist auch gut. Okay. Ich glaube, man kann sogar. Nee, beides kann man nicht ausrüsten. Geht immer nur eins. Okay. Oh, wo war jetzt die Brücke, wo ich gesehen habe? Ich glaube, die war hier hinten. In die Richtung. Ja, da hinten scheint auch eine größere Stadt zu kommen. Endlich mal. Ja, rennen wir dem Vieh hinterher. Kein Problem mit, solange du mir nicht hinterher rennst. Und mich wieder versuchst anzugreifen. Bist du mein Freund? Hier wäre doch mal wunderschön, um Munition zu verstecken. Das würde mich doch freuen. Nee. Ist auch nix. Auch nix. Hier ist nix. Schade, schade. Eine blaue Jeans bringt mir auch nix. Leider. Rennt er jetzt hinter mir her? Glaube, der rennt gar nicht mir hinterher.
Traktoren kann man immer noch nicht benutzen. Das ist schade ein bisschen. Noch ein etwas größeres Haus, da gehen wir jetzt noch mal rein. Und dann würde ich sagen, beende ich die Folge für heute und versuche mal jetzt in der nächsten Folge mal endlich in die nächstgrößere Stadt zu kommen. Da ist schon mal ein Zombie. Dann hauen wir doch gleich mal ab. Rennen ihn doch in der Arme, genau. Trifft er mich? Wieso trifft er mich? So, es sind zwei. Wie kann es sein, dass er mich trifft? Mann, verdammt. Toll, die rennen immer noch hinter mir. Ich glaube, liebe Leute, das war's für mich. Weil ich ziemlich schon am Abnippeln bin. Und ich jetzt genau da bin, wo ich vorher gestartet habe. Das ist natürlich super. Einmal im Kreis gelaufen. Was Besseres gibt's doch gar nicht. Mit zwei Zombies im Nacken. Das ist doch super. Vielleicht ist es sogar gut, dass ich sterbe, weil ich dann endlich diesen gottverdammten Ort verlassen kann, wo wirklich nichts ist, außer Zombies. Auch für die Schlacht, wo sind sie? Tue ich dem Ganzen mal ein Ende bereiten. Los, die waren da jetzt dahin. Da ist schon mal einer. Komm mal her, du Vogel. Und tschüss. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich gegebenenfalls. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Miscreated. Ciao, ciao, liebe Leute.